Beenden, was nie war, aber hätte sein können. Beginnen, was nicht ist, aber sein kann. Das Bild zu dem Gedicht habe ich auf Spiekeroog gemacht, dieses Jahr im Mai. Und das Gedicht selber ist auch erst dieses Jahr entstanden, so im Januar, Februar. Es ist ja so manchmal im Leben. Man denkt, etwas könnte noch passieren und hängt sein Herz dran und auch Energie. Aber wenn man ehrlich ist, wird es doch nicht mehr passieren. Und dann ist es einfach besser, das abzuschließen, um frei zu sein für was Neues.